Gehen wir das Kasten zusammen. Ja, wir gehen jetzt an die letzte, an die Schleuderplatte hier. Das wird sicher nochmal lustig. Die Drohnenaufnahme habe ich jetzt auch ein paar einfangen vorbei, ganz cool. Was ist Lit Plate? Es geht darum, ein Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, das Heck verliert. Ja gut, das bin ich mich gewöhnt mit meinem Heckantrieb. Das Heck verliert. Das ist die Übung, die wir hier vorne haben. Da geht es über die Linie drüber, einfach dem nach. Ich verrecke, kann jetzt das sehen? Genau gesehen, der ist über die ausgezogene Linie gefahren. Verreckst mit Autopilot. Dann können wir jetzt beim Durchrollen noch schnell kommentieren. Also, es ist immer mit der Fahrspur B, soll ich es schnell umstellen, das ist gerade noch zu. Und wenn ihr oben runterzufahren kommt, mit mindestens 30, maximum 45 km pro Stunde, kommt ihr oben runterzufahren. Und wenn die Hinterachse zwischen den gelben Deckel ist, geht die Fahrbahn nach links oder rechts weg. Das heisst, das Auto kommt eine Drehbewegung über und wir müssen die ausgleichen mit der Lenkung. Wenn wir das schaffen, können wir einfach vorne wegrollen. So in Englisch, if you're driving down here, at minimum 30 km per hour, maximum 45, if you have your rear axle between the yellow covers, the underground will move and gives the turning impact on the car and you have to control that with your steering wheel. Das ist eigentlich schon alles. Wenn es nicht in den Griff überkommt, Bremsschlag. Bis das Auto stillsteht, dann fahren wir wieder weg. Ich kann euch das dann draussen sonst ganz schnell ein einfaches Beispiel erklären, dann funktioniert das. Gib Vollgas. Das ist jetzt Vollgas. Startprozedere. Immer wenn das man mal sieht, das ist Vollbrems und das ist Vollgas. Vollbrems. So wow. Vollgas. From the starting position you're allowed to start if the car in front of you is exiting the track here at the end and the traffic light at the red tower has to be green as well. So, das ist eigentlich schon der ganze Ablauf, dann geht es oben wieder an den Start. Ich tue hier schnell links anhalten, der Jörg kann das neben mir auch gerade tun, wir treffen uns da ganz kurz draussen, ich tue das noch ein kleines Beispiel draussen zeigen. Du kannst nur neben mir halten, wie ich bleibe da. Genau, neben mir hier halten, dann steigen wir da schnell los, treffen uns in der Mitte. Gut. Yes, Batterie gewechselt, wir sind wieder ready. Es passiert nichts. Ich muss schnell die Platte hin und her fahren. Irgendetwas schlemmt. Gut, das ist gerade gut, sind wir nicht die Ersten gewesen, die Platte nicht gut ist. Da gibt es sicher noch ein paar coole Aufnahmen, da wird es sicher ein paar verrühren. Diese Schüttelplatte hier. Vor allem weiss man nicht, in welche Richtung. Jetzt kommt dann noch der Sonnenuntergang. Ganz gut. Schönste Wetter haben wir auch verwünscht heute. Heute ist wirklich ein super Tag. Jetzt müssen wir dann schauen, Drohne. So, jetzt ist alles. Unsere Endbatterie wechseln bei der Drohne. Dann machen wir später. Jetzt geht es zuerst dann los. Ui, schau mal, ist der Verrührer. Ah, cool. Ganz geil. Und draussen wieder sehr gut sichtbar, wie die Stabilitätskontrolle vorne links Bremsbefehl gemacht hat, damit das Heck möglichst tief wieder reinkommt. Machen wir mal nicht schnell, machen wir 30, 35 oder wie viel hat er gesagt, probieren wir es mal. Ui! Ui! Oder mit wenig oder keine Längsbewegung dreht es die automatisch. Das ist klar, wenn du das hast, Wellen provozieren. Entscheidend, wirklich das Gefühl überzukommen. Topometer muss melden, am Rechner oben auf welche Seite geht. Und nur dann hast du eine Chance, dass du überhaupt mit der Lenkung arbeiten kannst, schnell genug. So, wunderbare Pirouette, einmal rückwärts heimzuholen. Entscheidend ist zu spüren, auf welche Seite geht es jetzt.
Wenn ich den Blick nach vorne an, in die Berge rauf oder auf den Holzhag, dort in der Straße aussen mindestens, dann weiss ich, wo vorne ist. Und dann muss ich die Lenkung entsprechend schnell schaffen, dann kann ich das Auto auch wieder rauf. So, jetzt sind wir dann schon bald am Ende. Es ist schon 20 ab 8, noch 10 Minuten. Auf jeden Fall noch ein paar coole Drohnenaufnahmen können machen hier vorne. Das ist ganz geil, wie das aussieht, wenn da die Autos trüllen im Wasser. Die Platte ist da extrem difficil, das ist wirklich hat jetzt die Platte ein bisschen weniger eingestellt. Jetzt funktioniert das also auch bei mir gut. Also vorher hat es gut geklappt. Jetzt probieren wir es nochmal. Ob es uns dreht oder ob wir es das mal auch schaffen. Man muss einfach, sobald man merkt, in welche Richtung, muss man genau in die Gegenrichtung lenken. Das ist das A und O. Bremst habe ich zwar jetzt nie, aber... Jawohl! Er ist auch cool im St. Galler. Er hat irgendwie seit einer Woche die Autoprüfung. Und jetzt ist er da schon im Fahrtraining. Ist ganz gut. Macht ein bisschen mehr, Linus. Das macht extrem Sinn so. Müssen wir eigentlich obligatorisch machen, bin ich der Meinung. Jeder, der eine Prüfung macht, muss da... da mal durch, das wäre eigentlich schon. Das probieren wir es mal. Er wollte einfach nicht. Super schnell an der Lenkung, aber es ist wirklich so, der Vorderacht mag den Grip nicht umsetzen. Der Draht wird eingeschlagen, aber es nützt nichts. Ja. Vielleicht liegt es wirklich an meinen Fahrfähigkeiten da. Vielleicht sind die nicht optimal, das kann natürlich schon sein. Er schafft es auch schön. He? Ah, nein, jetzt ist er rechts der Vorderrad. An der gelben sichelierten Linie, echt gewechselt an den Belag. Der rechte Vorderrad ist nicht rausgekommen, das hat mehr Grip. Durch das dreht dann die Hecke so schnell rundum. Das ist ein markanter Unterschied. Das ist wirklich markant. In den alten Auto geht das noch, ist wahrscheinlich Bereifungszustand abhängig ein bisschen, oder das Alter vom Reifen könnte noch eine Rolle spielen. Also es ist da bei den einen Problem, wo es geht, und bei den anderen hätte ich keine Chance, auch wieder bei den Audi 3, also ein gleicher Anstand, kein anderes Thema.
So, jetzt gehen wir dann noch das Gruppenfoto machen. Das ist natürlich auch sein. Schön, nochmal alle beieinander. Auf der Anmeldung ist gestanden, max 32 Teilnehmer. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe irgendwie das Gefühl, es sind mehr als 32 Autos, aber kann ich mich auch täuschen. Es waren ja drei Gruppen, also ich konnte natürlich nur, also eigentlich fast immer nur von meiner Gruppe filmen jetzt.